Die Aktivisten rüsten auf im Dannenröder Forst. Sie bauen neue Hindernisse auf und verstärken Barrikaden. Die bevorstehende Räumung soll so erschwert werden. Zur selben Zeit nur ein Stück weiter. Auch die Polizei rüstet auf. Immer mehr Einsatzkräfte kommen in der Hessen-Kaserne Stadtallendorf zusammen. Hier bereiten sich über 2000 Beamte auf ihren morgigen Einsatz vor. Auf einer Pressekonferenz am Mittag bestätigt die Polizei, ab morgen werden die ersten Bäume gefällt. Die Beamten überwachen die Arbeiten. Wir sehen jetzt schon, dass im Wald diverse Barrikaden errichtet sind. Es gibt Monopods, es gibt Tripods, es werden Drahtseile verspannt. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Widerstand gegen die Baumaßnahmen sehr hoch sein wird, dass es Menschen gibt, die sich auch mit Leib und Leben dafür einsetzen, dass dieser Wald nicht gefällt wird. Der lang geplante Autobahnausbau, durch den Kassel und Gießen besser miteinander verbunden werden sollen, hat auch viele Gegner. Neben dem Bündnis Keine A49 leben seit etwa einem Jahr Umweltaktivisten im Dannenröder Forst als Protestgemeinschaft zusammen, in selbstgebauten Baumhäusern. Ihr Ziel, die Autobahn und damit die bevorstehende Waldrodung unbedingt verhindern. Ich denke, dass eben, wenn die Räumung anfängt, es noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit geben wird und dass das die Aufmerksamkeit ist, die wir brauchen, um irgendwie Druck auf die Politik aufzubauen. Die Waldbesetzer haben prominente Unterstützung bekommen. Die als Seenotretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rakete ist am Wochenende in eines der Baumhäuser im Dannenröder Forst eingezogen. Ich finde, es hat Symbolwert. Wollen wir wirklich ein altes Ökosystem schützen mit 300 Jahre alten Bäumen? Oder wollen wir einfach in eine Infrastruktur weiter investieren, die eigentlich zum letzten Jahrhundert gehört und das Erdklima aus dem Gleichgewicht bringt? Viele lärm- und verkehrsgeplagte Anwohner dagegen können den Baustart kaum erwarten. Sie fordern die Autobahn seit Jahrzehnten. Morgen nun soll es losgehen. Die Polizei rechnet mit einem langen und schwierigen Einsatz. Die Fällperiode geht bis zum 28. Februar. So lange muss man damit rechnen, dass es zu Einsätzen kommen kann. Wie schnell allerdings die Bauarbeiten wirklich vorankommen oder auch nicht, muss ich jetzt zeigen, was sich auch daran richtet, entsprechend wie groß der Widerstand sein wird. Voraussichtlich um 6 Uhr morgen früh sollen die Arbeiten beginnen.